liebe Leute, Mike Scorpion am Start. Ich glaube, ich habe wieder ein Paket bekommen und zwar von Netforce, ne? Die haben wieder was gesponsert. Mal gucken, Fanpost Unboxing, ne? Ein sehr, 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 sehr guter Brieföffner ist auf jeden Fall auch das Netforce Zweihandklappi, ne? Treue Begleiter stets im Weg, immer dabei. Messer legal führbar, trotz 14 cm Klingenlänge. Jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, Leute, es ist wieder Netforce. Wieder mal eine wundervolle Überraschung. Was man hier bekommen hat, und zwar ist das ein weiterer treuer Besitzer, den man legal mit sich führen kann, denn genau wie das Netforce Zweihandklappi ist das ein feststehendes Messer, in diesem Fall mit einer 10,4 Klingenlänge mit Full Tank Konstruktion und dann auch noch mit. Auf jeden Fall ist dieses Ding legal führbar laut Waffengesetz 42a, weil die Klinge nicht länger als 12 ist. Und ist ein, es ist ein sehr stabiles Teil, das ich auf jeden Fall gleich mal testen werde. Sogar mit Kydex-Scheide dabei. Ne? Immer gut, um die Hüfte zu tragen. So, liebe Freunde, und zwar Tatatata. Ich habe sogar zwei weitere Netforce Messer zugeschickt bekommen. Insgesamt drei Stück mit der Axt. Ne? Und zwar das, was ich jetzt hier reviewe, ne? das ist das, was ich gleich zeige. Und zwar das, was ich jetzt hier reviewt habe, oder was ich hier gleich noch reviewen werde, je nachdem, wie ich das jetzt hier hochschneide. Moment mal, Leute. Ich lese euch mal die Beschreibung vor, ne, von diesem süßen, hübschen Buschkraft-Netforce-Messerchen, ja. Mit Skullcrusher, ne. Nun, ich lese euch mal die Beschreibung vor. Netforce Outdoor-Messer mit Kydex-Holster. Jagdmesser 10,4 cm Klingenlänge, Survival-Messer in Full-Tank-Konstruktion. Überlebensmesser mit rutschfesten G10, Griff schwarz. Nun, 100% Premium-Material. Die feststehende Klinge besteht aus besten einem Stahl und ist von der Spitze bis zum Ende des Griffs aus einem einzigen 23 cm langen Stück gefertigt. Schönes Design und tolle Verarbeitungen werden bei diesem robusten Netforce-Automesser kombiniert. Wie gesagt, ich lese euch jetzt mal die Beschreibung vor. Ne? Mehrfach Verwendung. Egal, ob Sie dieses Klappmesser als Rettungsmesser, Angelsmesser, Überlebensmesser, Wandermesser oder Campingmesser nutzen möchten. Eine hervorragende geschliffene Klinge aus High-End 8CR13 MOV Messerstahl garantiert bei diesem Automesser jederzeit einen perfekten Schnitt. Immer griffbereit. Das Automesser kommt mit Kydex-Holster und kann darin arretiert werden. Befestigen Sie das mitgelieferte Holster an Ihrem Gurt und profitieren Sie von dem stabilen und sicheren Sitz des Messers unterwegs. Einfach halten. Die Klinge braucht wenig Druck zum Schneiden. Schneid ohne Mühe und alles geht durch wie Butter. Ein ergonomischer Griff aus schwarzen G10 versprechen Langlebigkeit und Robustheit. Legal mitführen. Das Netforce Buschkraft Messer ist mit seiner Klinglänge von 11 cm knapp legal, um es mit sich zu führen. Nun, auf jeden Fall wird das jetzt so richtig getestet, oder ich habe schon getestet, je nachdem, wie ich das jetzt hier schneide, das Video. Auf jeden Fall, das zweite Messer, ne, ist, finde ich, richtig King unter den Netforce Buschkräften, Alter. Und zwar, das ist mein lang ersehnter, was ich jedem empfehlen kann, ey. Ja, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Divi jetzt zuguckt, auf jeden Fall würde ich die Divi von Divi's Movie Channel das Messer auf jeden Fall empfehlen. Und zwar, ich bitte euch, legal führbar mit 11,4 cm Klinge, das ist der Netforce Hunter mit D2 Stahl, ey.
Hier steht sogar drauf, ne? D2 Netforce Hunter, legal führbar mit der 11,4 Klinge, ne? Review ich auch noch. Das ist jetzt wirklich die besten Netforce Buschkräfte, ohne Witz. Ich meine, das Problem jedoch beim Hunter ist, dass es kein Full Tank ist. Der Hunter ist leider nur ein Stick Tank, ne? Aber ey, D2 Stahl, ne? Ne, man, also eigentlich ist der Hunter von der Klingenlänge 1 cm länger als dieses Netforce Buschkraft, was ich zugeschickt bekommen habe. Aber das merkt man irgendwie nicht. Auf jeden Fall ist der Netforce Buschkrafter von der Klinge deutlich dicker, wie ihr sehen könnt. Deutlich dicker. Und die Schneide ist sogar etwas länger, als der beim Hunter. Ne? Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Hunter besser ist als das hier. Aber es geht um D2-Stahl, Leute, D2-Stahl. Aber die Messer im Vergleich, da mache ich noch ein spezielles Video noch dazu. Auf jeden Fall, das Video, also dieses Messer wird auf jeden Fall so richtig, richtig hard use getestet, Alter. Jetzt geht's rund, jetzt geht's an die Post. So, Leute, da bin ich in der Natur mit diesen Netforce Full Tank Buschkräftler, ne? Und zwar werde ich mal jetzt versuchen, einen Hard-Use-Test nachzumachen, wie ihn einer meiner Kumpels gemacht hat mit dem Tactical 9 Beaker. Und zwar, ich habe nämlich eine gewisse Sache vor. Guck, ob ihr das sehen könnt oder nicht. Seht ihr? Das Ding ist jetzt im Bomb drin. Ne? Wo ist das denn? Hier, genau. Jetzt hau ich das Ding mal mit dem Hammer komplett rein. Habe ich mich ein bisschen verletzt, Leute. Fange ich hier an schon zu bluten. Shit. Wo ist das Ding? Hier. Genau. Ich schaue jetzt mal komplett rein mit dem Hammer. Sieht echt nicht gut aus, Leute. Ich bin voll am Bluten, ey. Und ich habe nicht mal Flosser dabei, ey. Jetzt hätte mir eigentlich der Dramo ein, zwei Messer geholfen. Mit der Überlebensausrüstung, ey. Ne? Da sind ja Flosser drin, ey. Immer dabei haben die Rambo-Messer am besten. Boah, shit, ey. Sieht echt nicht gut aus, ey. Jetzt werde ich mal versuchen, mich auf die Klinge drauf zu tun. Ist noch nicht tief genug drin, ne? Ich habe mich jetzt dann doch entschieden, das Ding etwas höher
im Baum rein zu pfeifen, sage ich mal, ne? Nimmt auf, alles gut. Steht's im Baum drin, ne? Noch nicht tief genug, Moment mal. Verdammt. Mal gucken, ob das klappt oder nicht. Also, tiefer bekomme ich es irgendwie nicht rein, ja. Ja, verdammt nochmal, ey. Naja, gut. Das Kalk Crusher hat ein bisschen Kratzer bekommen, ne. Das, was ich eigentlich wollte, habe ich irgendwie nicht geschafft. Und zwar das Messer so tief in den Baum rammen. Und dass ich mich da mit meinem ganzen Gewicht auf den Griff drauf trete, sage ich mal. Ne? Und um zu gucken, ob dieses Stahl mit der Fulltank-Konstruktion das alles aushält, weil das Tactical 9 Beaker von Polforce mit D2 Stahl und 60er C Härtegrad hat das echt geschafft, ey. Von einem etwas größeren, kräftigen Kerl, ne, wo das Messer voll in den Baum reingerammt, ey, hat sich auf die Klinge gesessen, ne, und ging nicht kaputt. Aber soweit, so gut, auf jeden Fall dieses Netforce Bushcraft Messer hier scheint auf jeden Fall sehr, sehr robust zu sein, jetzt ohne Witz, ey. Hat jetzt der Skull Crusher so ein bisschen Kratzer abbekommen, aber ist ja auch normal, ne? Naja, Mike Scorpion aus Remscheid, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, gute Schlacht. Mein Carry war dabei. Ja, ja. Ja, ja, Leute.